So, moin moin, hier ist der Schorsch und heute spiele ich Dug. Dug, Schorsch, was ist Dug? Oh Gott, was ist das? Oh mein Gott. Das muss ich mir nochmal anschauen. So, also Dug ist ein Sandbox-Game. Kann man schön bauen und Spaß haben, wie in Minecraft. Nur halt, wie man sieht, ein bisschen runder, ne? Und sind das Ziegehirschen? Ne, die muss ich jetzt verfolgen. Oh, ein Gelbchen. Kann ich das machen? Kann ich mit denen anders interagieren nachher, als dass ich sie nur jage? Mal schauen. Vielleicht kann man die ja domestizieren. So, was ist Dug genau? Das ist nicht wirklich das wie Minecraft, nur hat man hier noch ein paar Vorzüge, würde ich sagen. Man hat einmal schöneres Design, befindet sich momentan noch in der Alpha und der Developer, Nerd Kingdom, sagt auch, yo, hier gibt's schöne Bugs, sehr viel davon. Es wird nicht so häufig funktionieren, wie es soll. Aber es ist halt Alpha, es ist normal. Was ich aber schön finde, ist, dass sie die Community und ihre Spieler wirklich mit einbeziehen in die Entwicklung des Games. Und ich werde jetzt erstmal ein bisschen mir das mit euch anschauen und anfangen, eine Hütte zu bauen. Schöne, schöne kleine Hütte. Wie ihr seht, ich habe schon so einen Stein zerschlagen mit einem anderen Stein, den ich gefunden habe. Und man braucht nicht die richtigen Steine hier zum Craften. Zum Beispiel hier so ein Axtstein, hier so ein Pickerli, Hammersteinche und so ein Knobbeli, 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 Cobblestone. Und es gibt natürlich Pebbles, aber die werde ich jetzt nicht sammeln, weil ich keine Ahnung habe, was man mit denen jetzt anfangen kann. Großartig. Und ich möchte erstmal ein schönes Haus bauen. Aber es ist schön, so schön wie ich das halt hinkriege. Und dafür werde ich jetzt einige Sachen hier zerklitschen und zerklatschen und zerklupschen. Gott, was ist das da? Ist das ein Baum? Nice. So, ich werde euch dann mal das Craften zeigen. Das ist hier sehr anders als in Minecraft. Jetzt habe ich so einen Baum zerlegt und jetzt habe ich auch Sachen. Ich zeige euch nochmal das Inventar. Hier ist das Inventar. Hier ist man selber. Man hat verschiedene Ausrüstungsplätze, wo man dann schöne Sachen hinbauen kann. Ich habe natürlich noch keine Ahnung, wie und was und überhaupt. Ich weiß nur, dass man so craftet. Man legt alles schön auf einen Haufen, was man haben möchte. Ich jetzt hier zum Beispiel für... Oh, ich will ja keinen Hammer bauen. Für eine Axt, da ich Holz bauen möchte. Und dann hat man das alles so schön auf dem Haufen. Ah, man sieht schon, was das werden soll. Dann drückt man Craft-Button. Und zack, Axt. Nice. So schön. Wow. Die werde ich jetzt mal anlegen. Ich habe auch schon Samen und Gude. Hier unten auch Leben, Stamina und Energie. Energie kann man auch mit auffüllen. Das geht über die Zeit verloren. Mit Futter, dem man Sachen nascht. Das sind sie wieder, meine Freunde. Das ist nicht so wirklich schlimm, hier in dem Spiel an eine nachwachsende, vernünftige Futterquelle zu gelangen. Das kann man eigentlich ziemlich schnell sich selber basteln, wenn man sie nicht ohnehin schon hat. Ich meine, hier wachsen überall Pflanzen und Beeren und alles wächst irgendwie nach. Das ist sehr schön. Was machst du? Was ich auch so schön finde, sind, dass diese Augen der Tiere einfach schön strahlen. Ich denke vom Spieler auch. Und ich würde das ja schon getestet haben. Aber Multiplayer funktioniert auch nicht ganz so wirklich, wie es soll. Ich habe es ja noch nur Berichte gelesen, wo das halt nicht funktioniert hat. Wenn es funktionieren würde, da warte ich drauf, dann würde ich das natürlich
sofort mehr als antesten. So. Ah, ich denke, ich weiß, wo ich mein Haus baue. Schön, ne? So, das mal ein Baumfell. Sieht auch anders aus als in Minecraft. Was mich an Minecraft wirklich störte, war das mit diesen Bäumen, wenn man die fallen möchte. Und das waren Riesenteile, dann musste man einfach die ganze Zeit noch klettern nebenbei. Hier ist das Problem, man hat sehr viel Überschussware, wie das hier jetzt, was ich nicht haben möchte. Und hier ist einfach so, der Baum fällt um, wenn man den erstmal zerhackt hat. So, und dann klotscht man auf den Stamm ein. Oh ja, das mag ich. Brauche ich natürlich. Brauche ich mehr als ein paar Häuser. Bäume. Und ich habe Bambus. Bambus. Ich weiß noch nicht, was ich mit Bambus anfange. Ich zeig den Scheiß auch mal. Wow, 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 wow. Drück mich nicht weg. Bambuschaft. Nehme ich. So. Schön, man kann einfach so viel zerhackstückeln, das ist einfach gut. So. Auch was mich persönlich an Minecraft störte, ich habe das Spiel wirklich geliebt, aber was in Minecraft störte, war, dass man einfach, wenn man erkunden ging, eigentlich nur noch ein bisschen Angst vor Zombies und Creeper, aber dass man beim Erkunden immer nervigerweise mehr am Springen war als am Rennen. Ich baue mein Haus auf Stelzen. Stelzen sind das einzig Wahre. War das nicht ganz gerade? Sie sind nice. Ich habe nämlich auch keine Ahnung, wie man Türen baut oder Leitern. Darum baue ich richtig schön hässliche Treppen. Darin bin ich gut. Endlich mal etwas. So. Du da, Schönheit. Kollegen. Oh, hab ich den jetzt richtig gebaut? Ich hoffe. So. Ich baue mein Haus immer auf Stelzen. Ich weiß nicht, wie ihr das kennt. Ich kenne das nur auf Stelzen. Ups. Na, hab ich den daneben gelegt. Oh. Das Holz wegklatscht, dann ist es dann auch futsch. Das finde ich ein bisschen schade, aber dann, naja, ist das halt so. Das kann ich nicht. Ach, das Holz auf dem Boden. So. Na, kriege ich zumindest dieses Ding fertig. Creepy, creepy, creepy. Es gibt auch hier verschiedene Bäume, aber ich habe noch nicht ganz mitbekommen, wie die sich jetzt unterscheiden, großartig, außer in der Form und Farbe. So, Unterschied Bambus zu anderem Holz ist klar, aber jetzt hier Ahorn und Fruchtholz, da habe ich keine Ahnung. Vielleicht die Menge von den getrockneten Holz kann unterschiedlich sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Jo. Wow, wow. Bleib mal stehen. Ich hab bisher aber mir nicht großartig die Mühe gemacht, einfach mal nachzugucken. Wann mache ich mir die Mühe? Ich meine, schaut euch dieses Video an. So.
So. Oh, da hinten leuchtet das Blau. Ist natürlich eigentlich cooler als... Und da ist Pink? Keine Ahnung. Farmland? Nein. Obwohl, rot. Rot ist schön. Rot ist schön. Sieht zwar ein bisschen aus, als wäre hier ein Puff. Oder... Aber es gibt keine Eingeborenen, darum werde ich auch, hoffe ich. Also werde ich wahrscheinlich auch nicht genervt. So. Vielleicht war das ein Fehler, das so zu bauen. Aber. Ups. Ich lerne ja auch nicht aus Fehlern, also ist das vollkommen in Ordnung. Da, jetzt weiß ich, was ich machen möchte. Ich lege das auf den Boden und dann lege ich Holz auf den Boden und crafte mir Fackel. Yeah, Fackel. Oh. Dinge war hier nicht. Noch eine. Schön, dass hierbei die Steine werden. Ich würde sagen, die Steine werden nicht konsumiert, aber der eine war ja schon angeschlagen, eventuell ist deswegen ein bisschen gekackt. Oh fuck, das sieht geil aus hinten bei dem blauen Ding. Egal, ich baue jetzt mein schnickes, rotes Hülle weiter. Oh, das wird schön genug. Hm, so einfach ist das. Was ich auch weiß, beim Testen des Spiels bin ich über eine etwas große Raubkatze gestolpert. Die ging im Rudel um und die hat mich getötet. Ich habe keine Ahnung, wie ich so einem Viech überhaupt Schaden zufügen soll. Ich kann mal gleich einen Speer basteln. Ich weiß, man kann Speere basteln. Aber irgendwie habe ich nicht geschafft, irgendwie Schaden zu verteilen damit. So. Oh. Wie gesagt, das Spiel, naja, ich kann es nur noch mal ist in der Alpha. Aber selbst dafür finde ich, sieht das ziemlich nice aus. Und es macht auch Spaß. Und... Oh, ist das... Crafting Table, Diggi? Ah, praktisch. Ha, Bonus. So. Oh ja, wo war ich? Hab schon vergessen, wo ich war. Ah. Typisch. Ja. Ich baue einfach weiter. Tu so, als wäre nichts passiert. Nee, trotz frühem Alpha-Stadium finde ich, ist das Spiel ziemlich geil. Und auf der Seite der Herr, der Developer, steht noch mal einiges dazu natürlich beschrieben. Auch, dass man je nachdem, wie man spielt, sie das auch berücksichtigen. Was denn? Anderen Spielen oder so? Ich kann mir nicht denken, genau wie sie das machen. Und dass man dann nämlich dadurch, wie man halt das genießt, das Spiel, direkt einen Einfluss auf die Entwicklung ausübt. Und das ist schön. Nerd Kingdom habe ich bisher noch nichts von gehört. Wird also ein Frischling sein. Das finde ich immer sehr schön. Frisches Blut mal in der Gaming-Industrie. Oh, und dann bringt es sowas raus. Ich hoffe, das Spiel wird hier richtig durchstarten. Ist ja noch nicht so viel gehört. Nur über Humble Store habe ich das hier jetzt bekommen. Und das würde normalerweise 22 Tagen kosten. 20, 22, irgendwas so in der Richtung. Und bei Online habe ich das halt für einen Euro bekommen. Ups, shit. Das war dann halt schon ziemlich angenehm. Konnte ich jetzt nicht wirklich meckern. Würde ich ja nicht machen bei so einem schönen Spiel. Natürlich erwartungsvoll, wie ich war. Ich bin auch von immer von dem Spiel. Habe ich das direkt mitgekauft für ein paar Freunde. Dann haben wir das downloaded, installiert, bei allen zum Laufen gebracht. Das hat ein bisschen gedauert,
da ich erst nochmal Grafiktreiber updaten musste. Und als es endlich fertig war, nach 2 Stunden, ja, und wir dann auch beim letzten von uns die Fehler korrigiert haben, weswegen das nicht laufen wollte, haben wir dann feststellen müssen, dass der Multiplayer einfach noch nicht funktioniert. Schade, schade Banane, habe ich mir gedacht. Allerdings, zu mehr gern gab es halt trotzdem nicht. So. Was nicht ist, ne, Kines, das kann auch werden. Wird auch. So. Oh, und schaut euch meine Hände an. Woo! Dick! Oh. Ja, das ist ja schon gut genug für mich. Wahrscheinlich baue ich noch irgendwann an. Irgendwas Hübsches. Es ist aber eine ziemlich lange Nacht gerade. Da werde ich aber mal ein Speer basteln. Dafür gehe ich mal hier hin. So. Dann werfe ich auf den Boden. Was? Wir fahren damals auf den Boden. So ein Picky, Sticky und Wines. Craft Button. Nur. Nope, komm hin. Ja. Bambus-Speer. Dann rüste ich mal direkt aus und sag mal, wie das aussieht. So. Bambus-Speer. Habe ich jetzt so, damit kann ich jetzt so hauen. Das sieht bisschen aus, als würde ich rumrühren. Oh, jetzt macht was anderes. Und man kann, wenn man auf T drückt, ändern, wie man steht. Und dann zappelt man so komisch herum. Und da kann man den Speer nämlich, statt ihn damit zu schlagen, werfen. Oh. Sieht noch nicht so fancy aus, aber... aber... oh. So soll man Tiere jagen. Die Kek. Aber jetzt ist die Frage, geht das nur mit Bambus oder geht es auch mit einem normalen Holzschaft? Das wollen wir mal testen. Ja. Okay, dann habe ich 2 Sperge. Was davon ist denn cooler? Okay. Oh, falsch. Erstmal Bambus. Werfe ich mal von hier aus dorthin. Okay. Holzi. Wahrscheinlich beides ziemlich das gleiche. Sieht aber anders aus. Ich glaube, das ist ja auch schon. Okay. So. Was haben wir gemacht? Wir haben jetzt Fackeln gebastelt, ein bisschen Holz rumgedödelt. Das ist wieder schön eckig, so wie ich das mag. Also im Häuserbau zumindest. So. Und was kann man noch kurz zeigen? Gurzi. Ich mach das und... oh, ups. Oh. Na, okay. Den Stein dahin. Ich weiß, das dazu. Und bastel mal eine Ho. Hell Ho Ho. So, tu die in die Hand. Und man kann nämlich... ah, sehr schön, wenn das jetzt heller wäre. Feld bestellen sozusagen. Mach ich mal hier. Wischt man so über den Boden. Und man sieht das dann auch, dass der Boden sich so ein bisschen ändert. Steht ganz schön schräg. So, ich einfach mal so weiter machen. In Hoffnung, dass es nachher irgendwie sichtlich ist. Ich hätte keine Ahnung, ob das richtig funktioniert. Bisher, ich weiß nicht, wie das, ob hier irgendwas funktioniert mit Wasser, ob es das überhaupt gibt, weil ich habe bisher kein Wasser gesehen in diesem Spiel. Kann auch sein,
dass da irgendwie sowas selten ist, aber... Na, würde jetzt nicht so erklären, warum jetzt hier nicht so... Warum hier so viel wächst. So. Ich habe so eine Art Feld bestellt. Ich dümpel mal einfach mal ein bisschen hier rum. Hoffe, dass es nachher schön aussieht. Sounds auch schön. Ich muss mal diese Fackel hier weg. Stell die Fackel einfach mal neben mein Feld. Wieso denn mich auch nicht? So. Dann sieht das nämlich so aus. Und dann hat man Samen, die man bekommt, wenn man Sachen nascht. Und die tut man dann so in Erde und dann wächst das. Dann kann man das immer ernten. So lustig wie man ist. Jetzt habe ich auch Kirschsamen, ich weiß. Oh! Ja, ich hab Kirsche gepflanzt. Aber Kirsch möchte ich ehrlich gesagt nicht so viel haben. So, was gibt's noch? Das sind zwei komische lila... Musik ist anders? Okay. Komische lila... Lila, wie heißen Dinger? Pumpkins, naja, Kürbisse. Und es gibt auch noch andere Sachen. Es gibt Melonen, habe ich schon mal gesehen, und normale Kürbisse, so wie man die kennt, die großen, sneaken Dinger. Und... Ah, Äpfel! Dann nehme ich mir auch mal ein paar mit, ne? So. Ja, guck mal. Sind so reif, die fallen schon vom Baum. So, ich mach Essen. Nasch. Ist ja gerade Energie schon ziemlich niedrig bei mir. So, jetzt habe ich... Kann ich die Dinger... Ja! Ein Apfelbaum noch. Nice. Kann auch einfach nämlich Samen essen. Ladies. Und sich damit auch am Leben halten. So, ist das... Das ist meine Hoe. Das ist meine Hoe. Ich wollte mal meinen Hammer. Ich habe auch keinen Hammer. Lass mich mal ein. So. Ha. So. Ich werde gleich noch mal ein bisschen... Pebbles, ups, spielen. Gucken, was ich da machen kann. Wenn ich Pebbles... Oh, warte. So, hab ich mir so ein Händelchen. Ach, lag das sowieso noch. Kann ich das craften an eine Art Zwille? Nein. Das will nicht Pebbles zu tun. Kann ich mit Pebbles machen? Nichts anscheinend. Lege ich die wieder hin. Na, sowas brauche ich nicht. So. Und ja. Das ist super schön. Und was ich auch noch mal anschauen wollte, ist... hier viel Kram. So, ist Berg. Berg. Hoch, wie man sieht. Und verschiedene Gesteinsschichten, dass man so mal sieht, das ist einfach irgendwie schön, finde ich. Einfach schön. Schön. Und es gibt auch hier natürlich verschiedene Biome. Da hinten zum Beispiel ist Trocken-Furz-Biom und hier bei mir ist gemischt. Gemäßigtes Biom plus Bambus. Und da gibt es natürlich noch ein paar andere. Ich war noch nicht so wirklich exploren. Aber auch das kann ich nochmal machen. Irgendwann. So. Und ja. Ich werde mein Haus weiter basteln. Und im nächsten Video werde ich dann einsteigen mit... Na, bisschen fleißiger Bergarbeit. Obwohl, ich habe keine Ahnung, wofür diese Kristalle gut sind. Ich denke einfach, die sind sehr deko. Und das schaffen sie. Das sind sehr dekorativ. So,
Okay, nächstes Mal Bergarbeit. Dann werde ich auch wahrscheinlich ein Hüttle hier weiter gebastelt haben. Bis dahin viel Spaß mit guten Videos. Auf Wiedersehen.